wir sind das B-Orchester und es freut uns, dass so viel von euch heute zu uns gekommen sind. In der Woche haben wir mehrere Stücke einstudiert und freuen uns, dass wir euch unsere Stücke vorführen dürfen. Als erstes Stück haben wir euch den Marsch Spielmannsgruß vorgespielt. Mit großer Freude haben wir den Marsch auch bei unserer Marschprobe gespielt. Das nächste Stück kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Das Lied ist ein bekanntes Stück aus dem Disney-Film König der Löwen. Wir haben in die Proben für das Stück viel Freude und Energie eingesteckt und sind froh, dass sie der Mandy und unsere Betreuer sie das Lied für uns ausgesucht haben. Und jetzt viel Spaß mit Can You Feel the Love Tonight? Von unserem nächsten Stück wird viel von euch was sagen, und zwar I Will Survive. Bei den Proben sind wir fast geschmolzen, dafür ist das Stück umso einzigartiger und besser geworden. In den Proben haben wir viel Spaß gehabt und das wünschen wir Ihnen bei dem Stück jetzt auch. Thank you.
Das nächste Stück, das wir euch jetzt vorspielen werden, heißt 4D Blues. Das Jazzstück beinhaltet eine Grundmelodie sowie ein Schlagzeugsolo und 5 weitere Solos, wie es eh gleich hören wird. Fetziger, schmutziger, grooviger, mehr Staccato, ja, genau so. Ich glaube, wir haben keine Wörter öfter gehört als die beim Üben von dem Stücke. So, jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Zuhören und eine gute Unterhaltung. Sechs super Tage gingen am Ende zu.
Auch wenn man nicht jeden Tag mit genug Schlaf und guter Laune in die Probe gegangen ist, hat man immer Spaß beim Musizieren gehabt. An manchen Tagen war es so heiß, dass man sich gegenseitig mit den Notenblatt zugewachelt haben. In einer anderen Probe haben die Schlagzeuger wieder mal ewig lang ihre Noten gesucht. Und manchmal ist man einfach nur in der Probe gesessen, wollte einfach nur schlafen und aus dem heißen Proberaum. Umso mehr haben wir sie dann immer schon aufs Essen gefreut. Und am allerbesten hat es uns gefallen, wenn die Probe mit einer Mahlzeit vom Mann die beendet worden ist. In die Proben haben wir aber immer trotzdem Fortschritte gemacht. Auch wenn man sich oft wegen der Hitze einfach nur gedacht hat, Mama mia, das kann ja was werden. Das wird jetzt unser letztes Stück sein, deswegen spannen Sie nicht mehr Applaus. Und ich verabschiede mich ganz herzlich im Namen des ganzen B-Orchesters und wir wünschen euch eine gute Unterhaltung mit euch mit unserem letzten Stück, Mama Mia. Thank you.
sind die Klarinettis aus dem C-Orchester und spielen heute für euch den bekannten Popsong Yesterday. Aus dem B-Orchester und wir spielen Nimbus 2000 von Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir sind die Saxophonisten aus dem C-Orchester und wir nennen uns die Saxen mit C. Und wir haben ein wunderschönes Medley zusammengestellt aus vielen Liedern und es ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ich wünsche euch eine gute Unterhaltung und viel Spaß. Thank you.
Grüß euch, ich bin die Franziska und wir sind das A-Orchester und wir spielen euch jetzt 6 schöne Stücke, die was wir in den letzten Tagen einstudiert haben. Als erstes spielen wir den Colonel Hattie's Marsch. Der Colonel Hattie's Marsch ist ein Song 1967 im Walt Disney Film Das Dschungelbuch. Der Künstler dieses Liedes ist J. Pat O'Malley. Der Song wurde geschrieben von Robert und Richard Sherman. Jetzt viel Spaß bei unserem Stücki. Was wir spielen, ist Transatlantic Medley. Es ist vom Künstler Transatlantic und das Album heißt Live in Europe und veröffentlicht wurde dieses 2003. One, two, three,
wir spielen, heißt Yellow Submarine. Es ist das 10. Studioalbum der britischen Gruppe The Beatles, das am 17. Jänner 1969 in Großbritannien veröffentlicht wurde. In Deutschland erschien das Album am 21. Jänner. Und jetzt viel Spaß beim Stück. Loch Lomond wurde aus einem Gedicht vertont und ist heute ein traditionelles schottisches Volkslied, welches durch die Interpretation der schottischen Musikgruppe Run Rig auch international bekannt wurde. Viel Spaß! Das vorletzte Lied heißt Bittersweet Symphonie. Das kennt sicher alle. Die Bittersweet Symphonie ist ein Lied der nordenglischen Rockband The Wolf und wurde als offizielle Single der zwei parallele Apps erstmals am 16. Juni 1997 veröffentlicht. Der Song wurde sehr bekannt durch die Verwendung als Soundtrack des erfolgreichen Hollywood-Films Eiskalte Engel. Wir spielen dieses Lied, da es genau vor 25 Jahren veröffentlicht wurde und wir heuer unser 25. Jubiläum haben. Thank you.
Unser letztes Lied ist Viva la Vida. Der Song ist von der Rockband Coldplay geschrieben worden. Der Single wurde am 25. Juli 2008 veröffentlicht. 2009 erhielt die Komposition ein Grammy als Song des Jahres. Viel Spaß! Thank you.
Thank you.
C-Orchester begrüßen euch ganz herzlich im Hof vom Stift Lambach. Begonnen haben wir mit dem Prinz-Eugen-Marsch oder wie wir sagen würden, der Prinz-Eugen-Marsch. Jetzt, meine Damen und Herren, spielen wir für euch wortwörtlich eine geile Mucke. Zuschauerinnen und Zuschauer, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum Abschlusskonzert. Wenn ihr jetzt das nächste Stück hört, könnt ihr euch nicht vorstellen, wie sie das am Sonntag angehört hat. Alter, es war wirklich schlimm. Aber man muss sagen, wir haben uns seitdem wirklich gesteigert.
Denn beim ersten Mal haben wir alle sofort den Traum gehabt, aus dem Fenster zu springen. Wobei ihn Dufte seine Blicke uns sowieso umgebracht hätten. Natürlich nur Spaß. Wir wünschen euch viel Vergnügen mit der Blouette von Johann Strauss Sohn. Alle die Augen zu und stellt euch vor, wir sitzen in Amerika und lauschen an Jimi Hendrix. Das nächste Lied ist der St. Louis Blues.
Jetzt spielen wir ein Lied, das was wirklich keine Erklärung nicht benötigt. Thank you.
Rock'n'Roll ist auch, nachdem wir das Lied I Love Rock'n'Roll gemeinsam mit dem A- und B-Orchester gesungen und gespielt haben, sicher. So, und bevor wir jetzt zum letzten Stück kommen, möchten wir nun zu einem ganz wichtigen Punkt von unserer Moderation kommen. Wir möchten Danke sagen, Anten Dufti, dass du uns ausgehalten hast und uns wieder was Neues gelernt hast. Außerdem war ja das Musilager ein ganz besonderes für dich, weil es das letzte Musicamp war. 25 Jahre warst du dabei und ich weiß nicht, wie das nächstes Jahr ausschauen wird, weil ein Musilager ohne Dufti ist kein Musilager. Darum hast du jetzt nur mal die Ehre, das letzte Orchesterstück zu dirigieren, das von einer unbekannten Scheibe zum Hit der Woche geworden ist. Also wir haben es mindestens 5-mal am Tag über die Boxen gespielt und fleißig mitgesungen. Ja, jetzt am Ende vom Musilager 2022 möchte ich mir nochmal unser Bestes geben. Dufti, danke nochmal und wir hoffen, wir verhauen es nicht. Viel Spaß mit Paula! Bevor das, die letzte Nummer noch kommt, darf ich mir auch noch ein bisschen, was sagen. Schon. Der Dufti, unser Urgestein des Musikcamps, heuer das letzte Mal leider dabei als Orchesterleiter. Die Legende verlässt das Gelände. Lieber Klaus, lieber Dufti, seit Beginn des Musikcamps bist du mit an Bord. Anfangs als Trompetenlehrer, viele Jahre, lange Jahre als Orchesterleiter. Du hast in deinen vielen Jahren Erstaunliches aus den Jungmusikerinnen herausgeholt. Unter deiner musikalischen Leitung des C-Orchesters sind viele junge Musiker und Musikerinnen groß geworden. Ein Musikcamp ohne dich kann man sich fast nicht vorstellen. Und es ist unglaublich, wie viele Jahre mit größtem Engagement du dich für unsere Blasmusikjugend im Bezirk eingesetzt hast. Dafür einen herzlichen Dank und ein großer Applaus. Wir haben auch ein kleines Dankeschön für dich vorbereitet. Genieße nächstes Jahr die freie Woche. Und nochmals vielen, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz die letzten 25 Jahre. Ihr habt heute alle ein super Konzert gespielt und wir freuen uns schon wieder aufs nächste Jahr und hoffen, ihr seid alle wieder dabei. Behaltet noch lange die wunderbaren, schönen, aufregenden Erinnerungen. Denn dann sind die kleinen Anstrengungen dieser Woche schnell vergessen. Ja, Musikcamp 2022 und das zum 25. Mal ist nun Geschichte. Aber es gibt ein nächstes Mal, Musikcamp 2023. Der Termin ist wieder in der zweiten Ferienwoche. Und jetzt bitte ich um das letzte Stück. Danke.
was wirklich zählt. Das sind die Freunde und die Musik und nicht das Geld. Und wenn ihr das einmal vergisst, seid sicher nicht mehr so glücklich